Ist gar kein Problem. Das ist mir auch egal, wenn er teurer wird. Ja, das dann lasse ich auch was für Sprich. Warum sollst du dann echt was extra kosten? Das ist gar kein Problem. So viel Prinzipientreue sollte belohnt werden, der geht aufs Haus. Boah, geil. So einfach ist das. Nicht? Dafür gebe ich Ihnen trotzdem dann zumindest ein bisschen Trinkgeld. War sehr, sehr nett. Und zwar. Er nimmt sich halt deinen Krug, füllt ihn randvoll mit Bier, wirklich so, dass nichts mehr. Geil. Dass du auf jeden Fall was verschütten wirst, weil er so voll ist. Und stellt ihn halt wieder dahin. Ja, nice. Und nimmt dann halt zwei neue Krüge, macht die halt auch noch voll mit Bier, stellt die dahin, sagt bitte vier heller. Kollege, könntest du das Bier schon mal mitnehmen? Ich habe mir noch kurz was zu besprechen, wenn du so frei wärst. Ja, was gebe ich denn da? Ja, kann ich machen. Dankeschön. Okay, aber ich muss dem Wirt noch Trinkgeld geben. Das, was mich gerade nur verwundert hat, war, dass das 4 Heller gekostet hat. Ich wollte ihm gerade 50 Heller Trinkgeld geben. Dann gebe ich dir mal 2 Heller Trinkgeld. Dankeschön, edler Soldat. Und ich wünsche einen guten Durst. Danke sehr. So, dann stapfe ich jetzt mit dem Bier ab und geselle mich zu Gierlab. Und setz mich da mit dem am Tisch und sag, hier, Gelab, dein Bier. Dankeschön. Bitteschön. Wir warten aber noch bis... ja, also getrunken wird erst, wenn Petro dabei ist. Petro, genau. Pietro. Lieber Wirt, haben Sie auch noch ein bisschen was Stärkeres als Bier? Petro. Ja, sicher. Okay. Hier sind wir ja nicht meine besten Freunde, wenn ich für euch nicht was anderes hätte. Ziegenschnaps, richtig schön und fein, hochprozentig. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen da gerne aushalten. Ist aber ein bisschen teurer, muss ich sagen. Ich nehme 2 Becher. Er nimmt sich halt 2 Becher, verlässt halt kurz die Theke, geht halt in so einen anderen Raum, du hast kurz ein bisschen kluck, weißt du, kommt halt wieder, stellt dir 2 Becher klaren Schnaps dahin und sagt, bitteschön. Also das sind dann so kleine Becher, nehme ich an, oder? Ja, ich sag mal so 0,2. Ja, okay. 2 mal 0,2. Ich will eine Flasche. Ich trinke die auf Ex. Du trinkst die auf Ex, ach, das kostet dann 10 Heller. Alles klar. Ich gebe ihm 13. Ja, dankeschön, mein Freund, dankeschön. Kann ich euch sonst noch was Gutes tun? Ich nehme an, das Essen wird an den Tisch gebracht. Ja, wenn Sie denn bestellen, kann ich das gerne machen. Ja, was gibt es heute Abend Feines? Es riecht richtig gut hier. Boah, ja, heute, also der Sommer ist ja mittendrin nicht und das ist richtig lecker. Wir haben Schwein, wenn Sie möchten, und Huhn und Hasen und noch ein bisschen was vom Pferd. Denn eine richtig geile Geschichte, der kann ich mal erzählen. Und der Wirt fängt an zu schwafeln ohne Ende über eine Geschichte von einem toten Pferd und seiner Frau. Was sie jetzt irgendwie dann doch zu Hackfleisch verarbeiten. Die Frau? Nein, das Pferd. Ach so, okay. Nicht die Frau. Die Frau lebt doch. Und hatte damit halt quasi die Speisekarte angeboten. Was hätten sie denn jetzt gerne? Wir nehmen 3-mal das Huhn. 3-mal Huhn, mache ich ihn fertig, bringe ich ihn zum Tisch. Ah, alles klar, besten Dank. Und dann gesell ich mich auch zu den Jungs. Ja, du bist halt wieder da. Und wir stoßen jetzt an. Petro! Ja, aber du hast dir kein Bier mitgebracht. Also, ja, er hat uns alle 3 mitgebracht. Ach, du hast 3, dann stoßen wir jetzt an. Dann stoßen wir jetzt an. Dann trinken wir heute darauf, dass wir endlich den Bläder los sind. Darauf trinken wir. Ja, schmeckt gut, das Bier hier, ne? Ich merke ja, das ist nicht ganz so toll in meinem Herzen. Gerade während des Schlafens. Ich werde wach. Oh, mein Herz! Und ich schlaf wieder ein. Ja, irgendwas Furchtbares ist gerade passiert. Oh fuck! Was denn? Mir fällt gerade auf, dass wir nicht nach einer Unterkunft gefragt haben. Da fragen wir dann die Bedienung. Ja, das machen wir gleich. Außer jetzt ist erstmal wieder Jam. Vielleicht kommt die Bedienung ja noch mit. Vielleicht kann man die ja mitbuchen. Mitbuchen? Komm mit dem Zimmer halt. Ey. So nicht. So nicht. Ey. Während ihr halt lustig und angeregt noch unterhaltet, kommt halt die Bedienung, bringt euer Essen, 3 deftige halbe Keulen vom Huhn. Wow. Richtig. Halbe Keulen. Ja, halbe Keulen vom Huhn. Halbe Hähnchen, Entschuldigung. Voll die riesen Dinger. Halbe Keulen vom Huhn. 3 halbe. Chicken Wing. Für jeden Fall. 3 halbe Hähnchen. Für jeden halt dementsprechend 1. Dazu gibt es dann so ein bisschen, sieht aus ein bisschen wie Kotze, aber es ist halt ein Gemisch aus Möhren und Kartoffeln. Heiß gemacht dazu. Es schmeckt euch vorzüglich und auch das von euch noch gewünschte Zimmer für die Nacht ist ohne Probleme gewährt und kostet euch nur 5 Heller die Nacht. Jeder? Oh, wow, das ist. Haben wir dann 1 zu dritt oder was? Wenn ihr möchtet. Nee, also ich hätte gerne ein Einzelzimmer. Ja, also ein Einzelzimmer kostet jeweils 10 Heller pro Person. Ja, oder ihr schlaft halt in der Gemeinschaftskammer für 5 Heller pro Person. Wie viel Heller sind ein Silberstück? War das 100? 100. Ja, 10. 10? Im Ernst? Ja. Also 10 Heller sind dann quasi ein Silberstück. Ja. Ne, ich nehm wohl dann eine Gemeinschaftskammer.
Für sich alleine. Ich nehme auch ein Einzelzimmer. Bitte. Ja gut, dann hätte ich gerne jeweils einmal ein Silberstück von euch. Kein Problem. Machen Sie ein Silberstück und 8 Heller draus. Ich bin ja auch noch schon ein bisschen dabei. Wir sind ja schon ein bisschen länger hier. Also ich gebe ja immer ganz. Achso, wir sind schon länger da. Haben wir schon mehr als eine Runde dann gehabt, oder was? Nein. Nee. Ah, okay, alles klar. Aber. Okay, ein Bier reicht, oder was für dich? Mhm. Gibt halt okay. Leute, die vertragen nicht so viel wie andere. Ja, okay. Ne? Hab ich jetzt ja. Ein, ne? Ja, ein Silber und 8 Heller, hast du gesagt. Wie schmeckt 10 Heller? Nein, ich verkneif's mir. Du hast wohl, ich bin voll offen, ja. Okay, ich boah, Alter! Du mieses Schwein. Gott sei Dank haben wir kein Geruchsvideo, möchte ich ja, echt mal sagen. Also ich bin froh, dass ich mein Einzelzimmer habe. Allerdings habe ich auf unserer langen Reise schon lange keine nackte weibliche Dame gesehen und ich frage die Bedienung, ob sie zu haben ist. Ist sie heiß oder was? Käuflich, ob sie käuflich zu erwerben ist. Oh mein Gott! Du versuchst das nicht mal charmant auf irgendeine Art und Weise, sondern willst du direkt kaufen. Also ich frage sie, ob sie nicht Lust hätte, gegen einen kleinen Obolus mit auf mein Zimmer zu dann kommen. Dann frag mich das doch mal. Auf deine schwarze Couch oder Schnucki! Jetzt unterstellt er der wahrscheinlich der Wirtstochter erstmal Prostitution. Du bist ja eine ganz Süße, hast du nicht Lust, ne? Wir beide, ich habe auch ein bisschen Geld in meinem Beutelchen, hast du nicht Lust, mit aufs Zimmer zu kommen. So, weißt du, nur wir beide so. Ja, also, wie viel Geld haben sie denn in ihrem Beutel? Also ich würde dir so, oh ja, so ein Silberstück würde ich dir schon bieten. Oh. Silber ist mir auf jeden Fall zu wenig. Ich bin eine Dame von Welt, ja? Mit einem Silberstück können sie mich nicht abbeißen. So teuer ist ja nur ein Zimmer für uns hier heute. Für wen halten sie sich eigentlich jetzt hier? Beruhigen Sie sich, junge Frau, wie viel muss ich Ihnen denn bieten? Ein Lukat. Ein Dukaten? Wie viel? 10 Silberstücke mit 10 Silberstücken. Ein Dukaten? Ja, nee, also so viel bieten sie äußerlich leider nicht, dass ich dafür einen Dukaten. Bekommen wir dieses Gespräch mit? Sicher. Oh mein Gott. Ich lehne dankend ab. Du lehnst dankend ab? Ja. Ich entschuldige mich für. Entschuldigen Sie, junge Frau. Entschuldigen Sie mich, Fräulein, für dieses ungehobelte Verhalten unseres Mitreisenden. Also das Jungs, ihr müsst mich doch verstehen. Also aber nee, das verstehe ich jetzt langsam. Aber Fräulein, das ist mir völlig egal, was Sie mit dem da haben. Ich hätte gerne noch eine zweite Runde. Bitte nehmen Sie meinen Becher mit. Die erste war schon umsonst, die zweite zahle ich auch wieder ganz normal, ja? Alles klar. Machen Sie den voll. Stecke, ich habe jetzt zweite vor. Runde. Danke. Ich zahle die zweite Runde. Sehr gut. Und die Kneipe freut sich. für den Tisch hier zahle ich. Und die Kneipe sagt, oh. Bevor die geht, frage ich noch, ob es irgendwas Neues gibt. Nee. Mit der Frage habe ich jetzt nicht. Ich dachte, das ist das, was man im Witzhaus so macht. So, ja. Wird so, was gibt's so? Und da kriegt man dann die Quest im Endeffekt. Sind wir heute mal keine Quests? Ich dachte, also die Quest wäre erst jetzt noch im Knast, weißt du? Achso, ja, stimmt, die gibt's auch noch. Ja, wir haben doch schon angestoßen. Ja, das wird voll schwierig, uns zu motivieren, irgendwie zu dem noch quasi. Weißt du, irgendwie mit den aufzubauen. Ja, genau, weil im Endeffekt ist das ja nicht in unserem Interesse, weil wir den alle für einen Arschloch halten. Das wird noch ein bisschen tricky. Ja, eben, ich will den da nicht rausholen. Also, ob der müsste sich da. Wir ziehen einfach weiter. Ja, ich meine, ist ja logisch, wenn man sich in so einem Rollenspiel wie ein Arschloch verhält, dass die Charaktere dann einen auch für einen Arschloch halten. Das Problem ist, wir kriegen auf den Sack, weil wir ja bei dem Prozess dabei sein müssen. Ich hatte völlig, ja, ohne Scheiß, ohne mich wäre er tot und er tot. Also wäre ich ja weil tot. Ich ja die Idee hatte bei der Höhle, das weißt du vielleicht nicht, weil die Schweine das dir wahrscheinlich nicht erzählt haben. Ja. Ich weiß davon gar nichts, ich bin ja vorne. Und ich hatte doch die Idee mit meiner Flötenspielerei damals, aber ihr seid ja total undankbares Pack. Schmeckt. Achso, du meinst dieser Hinterhalt? Meinst du, der hätte nicht geklappt, wenn du. Wir sind doch eh nicht Flöten gespielt hättest. Ja, aber ich hatte die Idee, dass der Kopf abgeschlagen wurde damit. Ja, was hätte man sonst da machen sollen? Meinst du, ich hätte ihm die Hand gereicht, dass er aber auch. Ihr seid einfach undankbare Schweine. Das seid ihr. Ja. Wir wissen, Captain, ob wir es nicht zu würdigen. Ja, das stimmt. Undankbare Schweine. Ja, Gerhard ist der Einzige, der cool ist. Aber unabhängig davon sind wir ja noch in dieser Taverne. Hey. Ich hab's für ein Witzhaus genannt, aber ist eine Taverne im Endeffekt wahrscheinlich. Und die geht jetzt die zweite Runde holen. Genau, die geht jetzt die zweite Runde holen. Ihr besauft euch noch richtig hart. Ja. Ihr verabschiedet euch dann irgendwann auch ins Bett. Und die kleine Tochter, ja, klopft halt nochmal bei dir. Oh! Oh, und ich öffne die Tür. Aber ganz ehrlich, der hier war es, nicht ich. Ja, ich öffne die Türe, schaue durch den Spalt und erblicke dann die junge Wirtin. Und die guckt dich nur an und sagt, 5 Silberstücke. 5 Silberstücke? Also einen halben Heller. Also und ich schaue sie an
weiß, dass ich als Gelab ja, unverschämt gut aussehe natürlich und sage ihr, also für zwei nehme ich dich mit aufs Zimmer. Kann nicht. Gut, ich sage ihr dann in einem sehr suffisanten Ton, tja, wenn ich will, der hat schon, und schließe die Türe. Und sie geht leicht angepisst von da. Nun denn! Und während ich mich ins Bett lege, grinse ich noch in mich rein und hinein, dass ich sie tatsächlich ohne zu fragen noch im Preis gedrückt habe. Ich schlafe selig ein, aufgrund von sehr hoher Zufriedenheit. Du schläfst selig ein. Am nächsten Morgen, die Hähne krähen gerade, ihr drei schlaft doch selig, ich habe irgendwie warm. Ja, sicher, ich liege halb nackt, ich habe versucht, mir noch einen zu hobeln, dann bin aber eingeschlafen. Und der Gierlapp wird morgens wach. Gierlapp? Der Blädern, Entschuldigung, so, okay. Der Blädern wird morgens wach und Hauptmann Dienstag kommt er rein und sagt: Ah, guten Morgen, genau, haben Sie gut geschlafen? Ja, wunderbar, habe ich geschlafen. Das ist ja unfassbar bequem hier, diese Pritsche. So, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen feini-feini machen, denn nachher kommt der Richter Hauptmann an, ja, und vor dem können Sie nicht so aussehen wie ein eingekackter Hund, ja. Und der Richter? Oh, Sie sind aber hier heute großzügig. Wie heißt der Richter? Der Richter heißt Herr Hauptmann. Oh mein Gott! Ja, Herr Kommandant Dienstag, wie machen wir das denn dann? Herr Hauptmann Dienstag. Herr Hauptmann Dienstag. Ja. Wie machen wir das jetzt? Wo haben Sie denn dann eine Dusche oder ein Eimer Wasser oder so? Sie können jetzt mit in die Latrine erstmal kommen, ja, da können Sie sich in Ruhe waschen und duschen und hier, man kann Ihre komischen Zwinkerle da ein bisschen sauber machen, ja. Gar kein Problem. Sieht ja aus, als wenn jemand drauf geschissen hätte, ja. Und dann dürfte es auch bald soweit sein, dass der Richter Hauptmann hier vorbeikühlt, ja, und dann können Sie dann ne, ihm erzählen, was da so passiert ist. Ihre Freunde werden da sicher auch wieder kommen, die Zwergendame ist natürlich auch mit dabei. Das Zwergenmädchen. Und die. Das ist die Zwergendame. Ja, das ist die Zwergendame. Und die andere, die aus dem Brunnen. Also dann kommen, ja, da waren dann, kommen dann Paligo und Nogumosch. Narumol. Ja, er fährt mich jetzt einfach. Ja, genau, während die lachen, bist du halt. Habe ich die Möglichkeit, irgendwie unbeobachtet was zu machen? Wenn du willst, kannst du deinen Schwanz grabschen. Also, ich bin ja wahrscheinlich halt jetzt befreit, weil ich muss mich ja waschen. Genau, du bist halt in der Latrine gerade. Also, was sehe ich denn? Ja, du siehst halt die Möglichkeit, fließendes Wasser ist halt die ganze Zeit, was einfach durchläuft. Ja. Wie irgendwo in so einem Kreislauf oder so, wo es gar nicht herkommt, kannst du nicht sehen. Es läuft halt quasi so ein kleines Loch in der Decke. Es gibt da halt einen Nachtpott. Genau. War die letzte. Und, nicht so ja, du kannst dich halt ein bisschen reinigen und dann ist es dann im Prinzip. Und da steht jemand vor der Tür, halt, oder was? Genau, und die Tür ist halt zu. Ja, ich find's ganz okay. Echt jetzt? Ja. Krass, ich finde das im Abgang ziemlich arg süß. Oder ist auch im Abgang arg süß. Irgendwie mit dem Rücken zur Wand irgendwie sowas? Nee, also die Tür ist halt zu, du bist halt im Raum für dich. Vor der Tür steht halt dann, weil kannst du gerade nicht sehen, aber auf jeden Fall eine Wand hat dich dorthin gebracht. Und du bist halt aber erstmal in diesem Raum frei, auch, ja, auch keine Handfesseln. Okay, ein Fenster? Nein, keine Fenster. Wie gesagt, du bist halt innerhalb eines Wachhauses. Falltüren oder sowas, so ein Abguss oder so, ja, wo ich dann abheben kann. Ja, aber nur so ein kleiner halt, also ich bin so, okay, nicht mal so groß vielleicht. Ja, dann mache ich erstmal mich sauber. Ja. Wasch mir die Krinne, da ist ja ziemlich verschmiert. Richtig, oh, und das Wasser die ganzen, verfärbt sich braun. Die ganzen das Wasser ist tief Kügelchen, die sich dann in den Haaren festsetzen und so weiter. Ja. Also tiefschwarzes Wasser, also oben ist es halt klar, wenn es an dir vorbeigelaufen ist, ist es halt schwarz. Ja. Habe ich auch so ein Stück Seife oder sowas? Ja, du hast auch ein Stück Seife. Cool. Dann mache ich das außer die rechte Hand sauber. Also die bleibt halt ein bisschen, also ich wasch mir halt die Krinne so ein bisschen, aber irgendwie die rechte Hand, die bleibt halt ein bisschen schmutzig noch. Oh Gott, was hat er vor? Der Rest ist halt, den Rest versuche ich mit bestem Gewissen und... Du machst dich mit bestem Wissen und Gewissen sauber, bis auf deine rechte Hand, die sieht fast so aus wie vorher. Gut. Wie gewünscht. Wie gewünscht, ja, und dann kenne ich machst mir noch nicht die Haare fein, zwirbel mir noch mein Bärtchen. Ja, du machst auch die Haare und zwirbelst dir dann Bärtchen. Ja, und bisschen fein. Wird das mit meinen Sachen irgendwie so ein bisschen sauber machen? Ja, kannst du natürlich, so? Die sind mit dir dann... Die versuche ich natürlich auch möglichst gut zu säubern. Und ja. Ja, so im Rahmen der Möglichkeiten mit klarem Wasser und halt der Seife in deiner Hand versuchst du sie halt zu säubern. Sie sind auch
nicht mehr ganz so dreckig wie halt davor, aber sie bräuchten eigentlich mal einen richtigen Waschgang statt halt nur einfache Handreinigung. Ja, und dann klopfe ich an. Dann klopfe ich an die Tür und ja. Dann würde ich mal sagen, hier, ist der Hauptmann jetzt davor oder irgendwie? Nee, das ist einfach so ein Gardist. So ein Gardist, okay. Herr Gardist, ich bräuchte vielleicht neue Klamotten, weil die sind nicht mehr benutzbar. Haben Sie irgendwie was übrig? Er guckt sich halt kurz um, überlegt. Das war aber keine Absicht. Das war keine Absicht. Wir brauchen nur eine kurze Welle. Also Gott sei Dank haben wir echt kein Geruchsding. Haben wir eigentlich noch? Mit der Zeit? Also ich meine, ich habe zwei Stunden gestoppt auf meinem Handy. Ach so. 62 Minuten. Ja, super. Boah, die Sonne kommt immer gerade. Alter, verdammt. Ja, ist richtig schön. Ja. Die sind richtig schön ausgeleuchtet. Ja, der Gardist macht sich halt kurz auf den Weg. Lässt sich halt auf der anderen Seite der verschlossenen Tür und kommt mit so einem Halten. Relativ vernünftigen Klamotten wieder. Und drückt dir halt die Hand, meinst du, hier, das sollte passen. Dann wechsle ich die. Hoffentlich passt es nicht. Passt halt fast perfekt. Du hast halt jetzt eine Stoffhose an, ein paar vernünftige Schuhe halt, ein normales weißes Hemd und darüber halt so eine graue kleine Weste. Alter, wie fein die Gefangenen da angezogen werden. Finde ich auch super. What the fuck, ey? Sehr schön, ja. Ein bisschen Stoffkleidung. Freut mich. ja, und da vielen Dank, Herr Obergardist. Und ja, ich bin jetzt fertig. Ah, boah. Was? Alter, das riecht so säuerlich. Gerade auch nicht. Was jetzt mal ganz im Ernst. Und, was habt ihr gemacht? Jetzt habe ich ihm ein Lüftchen. Ich würde halt versuchen zu warten, sobald er halt irgendwie so die Tür auf... macht auf eine neue Aktionsoffensive. Ja, ja, der Gardist macht die Tür jetzt auf und da sage ich endlich Schwedisch. Ja, ich versuche erstmal drüber nachzudenken, ob es möglich ist, irgendeinen Taschendieb Versuchst darüber nachzudenken? Ja, ich würde erstmal gucken, ob ich irgendeine Chance habe, bevor ich direkt den Taschendiebstahl probiere. Ja, damit ich dann direkt wieder gefickt bin. Also, vor dir steht halt ein Gardist in leichter Rüstung mit einem Schwert und ansonsten, der halt nichts dabei hat. Also, Taschendiebstahl machen. Ja, ich müsste wie jetzt gerade sein Gesicht sehen müssen, dann weißt du. Der hat keinen Schlüssel. Wie komme ich denn dann wieder zurück in die Zelle? Nein, die Tür, die du gerade hattest, war halt sowieso nicht verschlossen. Also nur geschlossen, aber nicht geschlossen. Ja, die war geschlossen, aber nicht verschlossen. Aha! Und, naja, jetzt sollst du ja anschließend wieder zum Richter. Also, ich soll direkt zum Richter. Also, wofür brauchst du einen Zellenschlüssel? Also, der hat halt ein Schwert dabei, damit du halt im Zweifel einen Abbruch nicht abstechen kann. Aber da du humpelst wie der letzte Mal fucking. Ja, da kann ich natürlich nicht mehr. Das ist eine Sache mit der Geschwindigkeit. Aber ich werde mich dann wohl versuchen, das Schwert abzuzocken. Schwert werde ich nicht versuchen abzuzocken, weil ich bin eh. Nee. Kann's vergessen. Ja, ich gebe mich meinem Schicksal. Nur denn, während sich Gearlab lädt dann langsam Richtung Richter aufmacht, Richtung Richter Hauptmann aufmacht. Seid ihr ja mittlerweile auch schon mal erwacht, habt euch zumindest angezogen und seid erfrischt von den wonnigen Strahlen des Bleibes. Boah, ich hab von den zwei Bier habe ich gestern noch so einen Kater, kannst du dir nicht vorstellen, das war viel zu viel. Und dann, ich weiß auch nichts mehr von gestern Abend. Haben wir uns schon wieder getroffen? Fick dich. Haben wir uns schon wieder getroffen? Ja, ja, ich dachte, wir treffen uns so unten. Und in der Mall. Genau. So. Ich hätte gern vorher beim Wirt meinen Schlauch wieder aufgefüllt. Der muss nicht mehr sagen. Wem muss ich denn das sagen? Nee, du musst zum Wirt dann noch hingehen. Also, ihr trefft euch unten am Tisch, oder? Würde ich doch sagen. Ja, aber mein erster Weg wäre halt zum Wirt, deswegen. Ach so, ja, okay, nee, Entschuldigung. Morgens haben so oft erstmal wieder Dann selbstverständlich, dann schreibe ich mir das, dann habt ihr euch oben vor den Türen getroffen. Ah, okay. Also oben im Flur quasi. Ja, okay. Ja, und ich bin ein bisschen geknickt, dass die Wirtin heute Morgen nicht nochmal geklopft hat und die sagte, ja, komm für ein Silberstück. Ja, dann kann ich überall ihr Schweineloch hin, wa? Ja, das stimmt. Ja, Jungs, wie sieht es aus? Sollen wir uns mal... Schläuche auffüllen. Natürlich. Ne? Allerdings auch vielleicht angucken, was mit unserem ehemaligen Kollegen passiert. Ja, bei Rundra hoffe ich ja mal, dass das rumkommt. Ja, ich würde mir das Spektakel schon ganz gerne angucken. Da müssen wir auch hin. So häufig, wie ich versucht habe, dem einen zu geben und irgendwie immer daneben gehauen habe, möchte ich mir wenigstens angucken, was Justitia jetzt mit ihm tut. Ja, ist eine gute Idee. Weißt du, wie lange ich waschen musste, bis ich den Gestank davon dem wieder raus hatte? Ja. Kannst du dir nicht vorstellen. Aber ihr habt schon recht, hier Wasserschläuche und so sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz unten am Wirt aufnehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Genau. Wobei ich glaube, wir gehen runter. Ihr geht nach unten zum Meer. Ich habe gar keinen Wasserschlauch.
Ja, wird. Ich würde gerne meine Trinkflasche, ja, es sind 5 Schank, fast das, würde ich gerne wieder auffüllen. Ja, und der Wirt gibt halt Wasser und da es halt nur Wasser ist, das natürlich umsonst. Perfekt. Echt? Wirt, ich bedanke mich recht herzlich für eure milde Gabe. Ja, und ich würde gerne mein Wasser auch auffüllen. Ja, auch dein Wasser füllt er fast kommentarlos auf mit einem kleinen Späßchen halt und nebenbei. Und mir fällt noch auf, ich frage den Wirt. Ja, ich habe noch Einstein Schafswolle in meinem Beutel und frage ihn, ob er damit was anfangen kann, die ich ihm zu einem fairen Preis anbieten würde. Vielleicht kann er die damit zu benutzen, die Kissen zu stopfen. Feinste Schafswolle. Kannst du ihn ja mal fragen, was du von einem den, von einem Zwergenhof. Du kannst ihn ja mal fragen, was du für den Bart gekriegt hättest. Also ich biete den zum Verkauf an. Feinste Schafswolle. Das ist sehr nett, aber nein, danke, ich stopfe meine Kissen nicht selber, ich kaufe das immer, das ist fertig. Okay, ja, aber ist ja fertig. Schafswolle. Ja, aber ich kaufe mir fertige Kissen. Ach so. Was willst du denn mit der Schafswolle sonst? Fertige Schafswolle ist auch nicht für was anderes. Luxusgut. Ich wüsste jetzt nicht, wofür meine, okay. meine Gäste können das schlecht essen. Ja, da können wir auch so einen Haken machen. Zum Räuchern. Den habe ich noch dabei. Können Sie damit was anfangen? Den würde ich gerne haben. Klar. Okay, für ein Silberstück. Nee, dann behalten Sie den. Okay. Tauscht halt gegen den Nacht mit der Tochter. Der ist ja gar nicht, ob das die Tochter ist, oder? Ja, hat er gesagt, das ist die Tochter. Ah, okay. Okay. Ja, nee, dann kommen wir leider vielleicht nicht ins Geschäft. Okay, das kostet dann trotzdem viel, viel. Ja. Dann fragen wir den Wirt, wo denn Verhandlungen stattfinden. Ja, die Verhandlungen finden halt im Richtershaus statt. Im Richtershaus. Wie finden wir denn das Richtershaus? Das ist ganz einfach. Sie gehen hier raus, dann gehen sie links, dann gehen sie rechts, dann den dritten wieder rechts. Ja? Und dann, wenn du nochmal links gehst, dann läufst du gerade darauf zu. Dann denkst du, oh, du bist da, aber in Wahrheit läufst du nochmal rechts, dann bist du fast da. Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Ja, schreibt das auf. Okay, sehr gut. Boah, das ist ja so. Er schreibt das also auf. Okay, alles klar. Okay, Jungs, wollen wir uns aufmachen? Ja. Ja. Okay, alles klar. Also, sind da noch Leute in dem Wirtshaus oder ist es morgens extrem leer und ist ja, da gar keine. Also ein paar sind halt da, ein paar die sind halt da. Frühstücken, manche sind halt ein bisschen müde, andere sind halt fitter. Okay. Halt ist gut. Dann möchte ich bitte mit meinem verkäuferischen Talent in diesen Raum hineinrufen, Schafswolle zu verkaufen. Schafswolle, du weißt du, wie in Holland, weißt du, so am Markt, weißt du, die Tüte füllt. Oh, und da kommt noch eine Tomate rein, weißt du. Du schmeißt es halt in den Raum, aber ja, keiner beachtet. Okay. Ich dachte eher, dass das so nerviger ist, wie Wolle Hosen, ja, also, kaufen. Wolle Schafswolle. Darüber, dass sich leider keiner meldet, verlasse ich mit den beiden dann das Wirtshaus. Nun denn, ihr macht Moment. Ach so. Eine Sekunde. Nach so ungefähr 10 Schritt greife ich mir an meine Hosen und sage, fuck, ich habe meinen... Mist, ich habe meinen Beutel vergessen, meinen Geldbeutel. Könnt ihr kurz warten? Ich muss noch mal kurz rein. Oh, wie kannst du den vergessen? Das ja, wir warten hier eben. Ja, wir warten. Okay, ich gehe wieder rein, ich gehe nochmal zum Wirt und sage, jetzt gebt ihm meinen anderen Schlauch und fragt ihn, ob der den mit der Ziegenkacke da füllen kann. Ja, ja, sicher, gar kein Problem, wenn sie es vergessen haben. Der nimmt halt den Schlauch mit, guckt sich einmal an. Wie viel fasst da rein nochmal? Ich weiß das ja nicht. Ja, auch da bei dir 5 Schank. Ja, also ich habe halt Wasserschlauch und halt noch den Schlauch. Geht dann halt wieder in den Raum, du hast ein bisschen blub, 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 blub. Ah, und bringst du mir gleich einen Becher mit? Bringst du mir nochmal einen Becher für den Weg? Ich weiß ja, was schnell noch vorher mal geht. Ja, man hört es auch, dann hörst du aber einmal blub, 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 blub. Er kommt halt raus mit einem so einen Becher und legt dir den vollgefüllten Schlauch. Gefüllten Schlauch. Und dann wieder geguckt, hast kurz an, 5 Schank und der Becher ist am Rechnen und am Rechnen und am Rechnen und am Rechnen und weiter. Und sagt, ja, das kostet 4 Heller. Ja, ist klar. Das ist aber ganz schön günstig. Da vielleicht für 2 Bier ins Bier bezahlt haben. Ist doch viel teurer gewesen, der Scheiß. Ja, hat er gut verhandelt. Ja, aber der hat sich ja auch gerade gerechnet. Deswegen hat er gerechnet und gerechnet. Ja, ich kaufe halt in Massen, da wird es immer günstiger. Ja. Ist halt frisch beim Ziegenbock und Molken. Ja, da sage ich besten Dank, Herr Wirt. Das ist wirklich nett. Ich hau erstmal den Becher weg. Und gehe wieder zu den anderen. Hol vorher meinen Geldbeutel aus meinem anderen Beutel raus. Mhm. Und geh mit dem Beutel nach draußen und sag, Jungs, ich hab ihn wieder gefunden, oh, Gott sei Dank war er noch da, lass weitergehen. Gut. Ja gut, da war alles drin. Alles noch drin, alles, alles super. Aber wobei, vier Heller. Vier Heller, das gut, dass Barney Gumbel sein Zeug. Okay, das war's, lass weitergehen. Okay. Ja, gut, nun denn ihr macht euch halt auch zum Richtershaus. Du wirst auch zum Richtershaus geschickt, landest dort dann in einem kleinen Kabuff, wo du erstmal auf Herrn Richter Hauptmann warten darfst. Während ihr dann halt euch in den Gerichtssaal an sich, boah, bist du ein Schwein?
So ein Assi. Während ihr euch dann an sich erstmal in den Gerichtssaal begebt und dann auf die offizielle Zeremonie, die ihr wahrscheinlich alle noch nicht beigewohnt habt, erstmal wartet. Da Andergast ein sehr konservatives Städtchen ist, gibt es halt immer den typischen Gang. So Sachen wie, also um erstmal den Gerichtssaal natürlich erklären, oben habt ihr halt eine Art Richterspult. Von euch aus gesehen zur Linken habt ihr eine Bank mit Jurymitgliedern. Vor der weißt du, wer nicht zuhört? Ist ja egal. Ja, Richterbank mit Zuhörern. Wir sind gerade bei Andergast zu den Jurymitgliedern. Ja, habe ich doch gesagt. Dieter Bohlen ist auch am Start. Dann gibt es neben dem Richterspult gibt es halt ein kleines für die Anhörung, dann eins für den Angeklagten direkt vor dem Richterspult. Rechts sind halt mehrere Türen. Ihr wisst aber natürlich nicht, wo die hören. Und dann der größere Saal mit den Zuhörern.